Ich heiße John Parker Hammond. Ich bin am 14. März 1928 geboren. Es folgt eine Aufzeichnung gewisser Ereignisse, an denen ich zwischen 1980 und 1997 auf einer Insel, die ich hier Ort B nennen möchte, teilgenommen habe. Ort B sollte kein Vergnügungspark, sondern eine Forschungsstätte werden, wo wir unsere eigentliche Arbeit verrichten wollten.1989 war es International Genetic Technologies gelungen, Dinosaurier genetisch nachzubilden. Das war ein Erfolg ohnegleichen, der Höhepunkt der Wissenschaft im 20. Jahrhundert und eine Leistung, die der Galileis oder Einsteins gleichkam. Aber es war nicht so einfach, wie es aussah. Man hört nur selten die wahre Geschichte derartiger Ereignisse, was eigentlich dort geschah, wo die Welt sich veränderte, wie alles begann, aus welchen Gründen und was es kostete. Ein Nobelpreis oder ein finanzielles Imperium wartet irgendwo in einem dunklen Raum, in einem schmutzigen, heruntergekommenen Gebäude, irgendwo im Pazifik. Die Technologie, das Wesentliche, ist immer noch da. In einem dunklen Raum, in einem leeren Gebäude mit schmutzigem Fußboden wartet sie. Der Siedepunkt und Ursprung des Jurassic Parks. Während ich dies schreibe, platzen mit herangewehtem Schmutz und Tierspuren verdreckte Kacheln. Dicke Baumwurzeln durchbrechen den Asphalt. Die Insel rückt sich zurecht und vertilgt jede Spur von uns. Eines Morgens in New York wachte ich mit einer Idee auf, die ich beinahe nicht aufgeschrieben hätte. Was wäre, wenn eine Mücke das Blut eines Dinosauriers ausgesaugt hätte vor 100 Millionen Jahren? Das Insekt wird dann vom Baumsaft überzogen, der über die Jahrtausende zu Bernstein wird. Das Insekt ist perfekt erhalten. Aber, und hier kommt der Clou, würde das Dinosaurierblut ebenfalls erhalten sein? Das Blut enthält DNS, eine winzige Spirale mit genetischem Code. Abracadabra! Die Sonne blinzelte durch die staubige Luft in Normans Büro. Ich lehnte mich an einen dicken Eichentisch und skizzierte meine Pläne für International Genetic Technologies. Es war die Blüte einer Idee, die 50 Jahre zurücklag. Nach 50 schweren Jahren, endlich! ...1981. Ich kroch aus dem Hubschrauber und fing sofort an zu schwitzen. Um mich herum dichter Wald und nasses Laub. Die erste Aufgabe bestand in der genetischen Wiederherstellung, Beschaffung von jurassischem oder kretazischem Bernstein, Extraktion der bewahrten DNS und Wiederherstellung der vollständigen Sequenzen. Aus dem Brunnen ziehen. Nannten wir das. 1983 besaßen wir schon 13 neue Patente. November 1983. Testbefruchtung eines künstlichen Eies. Meine Hände zitterten, als ich die winzige Pipette hielt. Jetzt! Nun war der Geist aus der Flasche. Der Raptor nahm im Ei Form an. Ich habe ihn auf dem Ultraschallmonitor beobachtet. Er sah wie ein Geist aus. Oder ein Rauchschwarm. Hinter verschlossenen Türen wurde das Aussterben der Arten, die Geschichte des Lebens auf der Erde, methodisch umgekehrt. Ich spürte die ersten Anzeichen der Tragweite unserer Arbeit, der Tiefe unseres Brunnens.
Dies war das Leben 65 oder 100 Millionen Jahre vor der menschlichen Existenz. Das Hauptlabor und die Verwaltungsgebäude. Hier haben wir unsere Entdeckung gemacht, wo der eigentliche Zauber stattfand. Wenn Sie unsere Geheimnisse ausgraben wollen, kommen Sie hierher. Es war seltsam, vom Feld und aus der brennenden Sonne mit dem Schmutz in den Hosenaufschlägen in die kühle, sterile Dunkelheit des Labors zu kommen. Der scharfe Geruch der Konservierungschemikalien, die Kühle und Stille des sterilen Raumes, das tägliche Ritual der Dekontamination. Die Zentrifuge surrte Tag und Nacht, die langsame Alchemie der genetischen Replikation. Wir haben lange bis in die Nacht hineingearbeitet. Es kam uns vor, als wäre die Außenwelt entschwunden und nur die Dunkelheit, Arbeit und endlose Erforschung der Vergangenheit schienen übrig geblieben zu sein. Die letzten Tage der genetischen Entdeckung, als nichts gewiss war, hatten wir die DNS, konnten wir sie auch aus dem Brunnen zurückbringen. Es war 3 Uhr in der Nacht. Überall im Raum lagen leere Limodosen herum. Zum 100. Mal führten wir eine Extraktionssequenz durch. Mein ganzes Leben lang hatte ich auf etwas Großartiges, etwas Außerordentliches gewartet. Als Nedry tippte, war es, als hielte die Welt den Atem an. Einen Moment lang standen wir am Angelpunkt zwischen 2 großen planetaren Zeitaltern, der millionenjahrelangen Herrschaft des Menschen und der Ära der Dinosaurier. Dennis, was haben wir hier? Und genau dann offenbarte es sich. Der Code stimmte. Die Barriere der Zeit war einen Augenblick lang verschwunden. Nedry und ich starrten auf den Monitor und auf eine Zeit, die 65.000 Jahrhunderte zurück lag. Wir haben unseren ersten Raptor am 22. April 1986 in die Freiheit entlassen. Er wanderte in der Nähe der Mauer 4 Minuten und 22 Sekunden hin und her, ehe er ein Geräusch hörte, das ihn weiter in das Gebüsch trieb. Der Raptor putzte sich mit dem Wissen, dass er das Recht zum Dasein hatte. Absolut kein Gedanke, dass er nicht der souveräne Herrscher auf dieser Erde war. 1987 hatten die ersten Saurier ihre volle Größe erreicht. Das Ökosystem einer vergangenen Ära hatte sich zurückgemeldet. Im Dschungel, im Wald und auf dem Berg haben sich 3 Velociraptor-Gruppen ihr Revier abgesteckt. Albertosaurier und 7 Tyrannosaurier Rex haben sich ihre Gebiete ausgesucht. Unstete Grenzen um Wälder, Bergrücken und Teiche herum. Nicht alle ursprünglichen Arten haben überlebt. Am Ende konnten sich nur einige der neuen Welt anpassen und wurden dominant. Wir waren weder die einzige im Geheimen arbeitende Firma, die in Mittelamerika Erfolg hatte, noch die gefährlichste. 2 deutsche Techniker wurden beschuldigt, den Ort heimlich mit wichtigem Forschungsmaterial verlassen zu haben. Sie hatten vorgehabt, in den Hauptcomputerraum einzubrechen und einige der dort gespeicherten Daten zu stehlen. Ein Beweis dafür wurde nie gefunden.